Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video vom Kanal. Es geht weiter mit einem Pokémon-Sammelkartenspiel-Unpacking zu Zenit der Könige. Eine Top-Trainer-Box habe ich mir gegönnt. Die gibt es ja mittlerweile eigentlich gar nicht mehr. Ich habe das Glück gehabt, bei uns im Globus gab es die und waren sogar reduziert auf 44,99 €. Ich dachte, mich trifft der Schlag, nachdem die überall schon 90 Euro oder sowas kostet, haben sie die bei uns im Globus einfach noch reduziert zu 45 Euro. Ja, und da habe ich mir natürlich sofort eine mitgenommen. Ich hatte mich noch geärgert, dass ich die online bei einem Händler für 55 gesehen habe und nicht rechtzeitig bestellt hatte. Dann war sie ausverkauft. Ja, und als es dann hieß irgendwie, ja, die kommt nicht mehr wahrscheinlich, dachte ich schon, ich kriege gar keine mehr. Ja, und dann die Überraschung beim Einkaufen, 45 Euro, da konnte ich sie natürlich nicht stehen lassen. Was erhalten wir hier? Da Zenit der Könige ja so eine Spezialerweiterung ist, ist auch wieder eine Promokarte dabei. Da kommen wir gleich zu. Also wir haben hier in der Top-Trainer-Box 10 Booster-Packs von Zenit der Könige. Eine geprägte holographische Promokarte mit Lucario V-Star, mega geil. 65 Kartenhüllen mit Lucario, 45 Energiekarten des Pokémon-Sammelkartenspiels, klar. Eine Spielanleitung für die Erweiterung Zenit der Könige, 6 Schadensmarkerwürfel, ein bei Wettbewerben zulässiger Münzwurfwürfel, hier. 2 Kunststoffmarken für spezielle Zustände, ein V-Star-Kunststoffmarke haben wir auch da, eine Sammelbox zum Aufbewahren sämtlicher Artikel mit 4 Trennstegen zum Organisieren. Das ist hier die Box und die Trennstege auch wieder mit Lucario. Und schließlich noch eine Codekarte für das Pokémon-Sammelkartenspiel live. Ja, wie in vielen anderen Top-Trainer-Boxen auch. Und dann würde ich sagen, wir gucken mal, ob wir das ohne Hilfsmittel aufbekommen. Ja, gut aus. Sieht gut aus. Schauen wir uns dann mal den Inhalt an. Die Promokarte. Da bin ich echt gespannt. Ich habe nur in anderen Videos gesehen, aber selbst noch nicht in den Händen gehalten. Und natürlich, was uns in den 10 Booster Packs erwartet. So, hier haben wir die Anleitung. Gucken wir uns gleich mal an. Hier sieht man innen drin diesmal gar nichts. Keine Pack Art, sondern einfach nur hier diese Kronen, sag ich mal hier. Ja. Zenit der Könige. So, hier ist vor allen Dingen interessant hinten die Kartenliste. Was uns so an strahlenden Pokémon erwartet, haben wir da. Irgendwas, was könnten wir an strahlenden Pokémon bekommen? Hier eine V-Star. Wieder ein strahlendes Glurak. Stimmt, ein strahlendes Glurak könnte drin sein. Was ist sonst noch? Strahlende. Hier ein strahlendes Akkub. Und noch ein strahlendes. Noch durch mehr 3 strahlende, oder? Ich bin gut vorbereitet, ihr merkt schon. Strahlen, 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 strahlen. Ne? Sieht nicht so aus. Doch, da! Ein strahlendes Endynalos. Okay. Oder Endynalos. 4 strahlende gibt es nicht, denke ich mal. Ne, ne, hier sind wir schon bei den Trainerkarten. Dann haben wir, hier genau, die Energiekarten. Als links hier, als boah, geil, als glänzende sind das Secret Rares, weiß nicht, dann haben wir hier die Galar Gallery, genau hier. Pikachu. Ne, Pikachu gehört nicht zur Galar Gallery. Pikachu ist die 160, genau hier geht's erst los mit der Galar Gallery. Galar Gallery 1 bis 28, 52 bis Galar Gallery 70 und hinten dann die Goldkarten. Urpalkia, Urdialga, Giratina und Arceus, alles V-Stars in Gold, mega geil. Ja, also da sind einige coole Hits möglich. Na, mal gespannt, was uns so drin erwartet. Gucken wir uns die Box mal an hier. Hier vorne Lucario mit rotem Hintergrund, hier Lucario mit blauem Hintergrund. Hier dann ganz Pokémon-Sammelkartenspiel, Zenit der Könige, schön so in Gold gehalten. Dann machen wir das Ganze mal auf. Ja, man kennt es ja hier drin. Zustandsmarker, die Würfel und der V-Star-Marker. Dann nehmen wir das mal raus. Das ist der Trenner. Und natürlich hier ganz wichtig: 2, 4, 6, 8, 10 Booster Zenit der Könige. So, und allein das ist schon bei einem Preis von 45 Euro für die Box super. Das sind 4,50 pro Booster, wenn man die ganzen Extras, die man noch hat, weglässt.
Dann haben wir die vier Trennstege mit Lucario, noch entweder hier so rum mit dem roten Hintergrund oder so mit dem blauen Hintergrund. Kann man sich aussuchen, dann hier der Packen an Energiekarten. Sehr nice. Ah, dann haben wir sie hier. Die Karte kann ich mal weg. Lucario V-Star. Sieht die nicht geil aus? Kampfknöchel 120 plus. Wenn das aktive Pokémon deines Gegners ein Pokémon V ist, fügt diese Attacke 120 Schadenspunkte mehr zu. Nice. Und die V-Star Power Aura Stern 70 mal. Diese Attacke fügt für jede an alle Pokémon deines Gegners angelegte Energie 70 Schadenspunkte zu. Du kannst pro Spiel nur eine V-Star Power einsetzen. Sehr nice. Also die Karte sieht richtig cool aus. Dann haben wir noch hier die Kartenhüllen. Und die sehen auch richtig, richtig cool aus, muss ich sagen. Dieser schwarze Hintergrund mit den blauen und roten Streifen und dann hier dem goldumrandeten Lucario. Einfach Zucker. Richtig cool. So, aber jetzt 10 Booster Packs. Wir haben im Heft gesehen, was es in der Galar Gallery für tolle Karten gibt. Und mal gucken, wenigstens den ein oder anderen guten Hit landen oder ob das hier der totale Reinfall wird. Wir werden es sehen, was diese Top-Trainer-Box uns beschert. Also, na, First Pack Magic, Codekarte kommt weg. 2, 3, 4 und ich beginne mit Kampf. Da haben wir den Nirgendwo-Sauger, einen Superball, ein Sonnfell, ein Shinux, ein Ignivor, ein Gladiantri, ein Weilmer, ein Pokéball. Betis, eine Rare, Reverse Rare hier mit der Unterschrift von ihm oder ihr. Und dann haben wir ein Krokoball. Gut, kein Hit im ersten. Kein First Pack Magic. Dann machen wir weiter mit dem zweiten. So, Rotkarte. Kartentrick. Und ich sage Elektro. Yes! Sehr gut. Da haben wir Pokémon-Fänger. Britzigel. Ein Sonderbonbon. Ein Krebskorb. Ein Myrapla. Ein Juhop. Ein Zirpurze, ein Stolunio, ein Plaudergei, ja, leider nur eine Common Reverse und ein Wolverock. Also irgendwie ist bei mir aktuell der Wurm drin. Drittes Booster. Wir haben noch genug, da kann noch was kommen, so ist es nicht, aber aktuell denke ich so, könnte besser sein. Wasser. Jetzt ist Kampf. Ich habe es zu leuchten sehen. Endlich ein Hit. Wir haben einen Hit. Luxio. Ein Hyperball. Ein Zaplalek. Ich bin gespoilert, verdammt. Ein Wuffels. Angela. Pons. Ein Galar-Mauzi. Energie zu Gewinn. Ein Sonnfell. Eine Galar-Gallery-Karte. Nice. Fähigkeit Sonnenenergie. Einmal während deines Zuges kannst du eine Unlichtenergiekarte aus deinem Ablagestapel an eins deiner Lutnersteine anlegen. Und für einen Kampf, eine Kampfenergie und eine beliebige Energie rundum Angriff 50 Schadenspunkte. Und ein Regigigas V. Nice, ein Doppelhit sogar. Eine Galar Gallery und ein V-Pokémon. Sehr cool. Ja, das ist doch cool. Endlich mal Hits. Perfekt. Weiter geht's. Jetzt habe ich wieder Blut geleckt. Weiter geht's. Komm, hör das Booster auf. Was gibt uns Zenit der Könige diese Top-Trainer-Box noch Feines? Ich sage Pflanze. Verdammt. Ein Metang. Die Buddelbrüder. Ein Georock. Ein Shinux. Ein Ignivor. Gladiantri, Weilmer, ein Pokéball, Deleon, die Trainerkarte von Deleon hier mit Unterschrift als Reverse, auch wieder eine Rare-Karte und ein Relaxo. Na gut, nach dem Hit eben oder dem Doppelhit ist es verziehen, dass wir jetzt hier keinen haben. Aber also wäre schon noch schön, so zwei
3 Hits vielleicht. Wäre nicht unverschämt sein, aber in 10 Boostern nur 2 Hits wäre schon ein bisschen mau, oder? Unlicht. Yes. Nee, Quatsch. Das ist ja Psycho, oder? Ach, ich komme mit der Energiekarte immer nicht so zurecht. Freunde aus Sinnoh. Duflor. Schmetterhammer. Iguana. Volley. Scheinux. Pampam. Ein Schnäppke. Boah, Leute, wir haben ein strahlendes Glurak bekommen. Ja, geil. Muss ich nur beschweren, dass man Hits will und sehe da, da kommen die Hits. Alter Schwede, geil. Das strahlende Glurak. Ja, jetzt habe ich das eine aus Pokémon Go und das aus Zenith der Könige. Mega geil. Und haben wir einen Doppelhit? Haben wir einen Doppelhit? Und wir haben. Nein, ein Xerox. Schade. Aber cool, ein strahlendes Glurak. Geil. Weiter geht's. 3 Hits bisher. Also 5 Hits aus 10 Boostern wären schon gut. Aus jedem so jetzt zweite Booster ein Hit. Das wäre eigentlich schon mal nicht schlecht. So, da wir eben Psycho hatten, sage ich jetzt nochmal Unlicht. Ach, Mist, Stahl. Dann haben wir einen Duflor, den Schmetterhammer, Trekkingschuhe, einen Wuffels, Tangela, Coupons, Galamauzi, Energiezugewinn, Kyogre als Reverse, sogar eine Rare-Karte und auf dem Rare-Slot. Glurak V-Star. Alter Schwede. Ja, mega geil. Zwar nicht die Alternate oder so, also Alternate links hier, Old Art oder sowas, oder aber trotzdem. Geil, ein Glurak V-Star. Mega cool. Karte 19. Stark. Zweite Glurak. Vierter Hit, zweites Glurak in dem Dings. Also, wir haben noch 4 Booster für mindestens noch einen weiteren Hit. Dann wäre ich auf jeden Fall zufrieden. Geil! Glurak V-Star. Ich breche weg. Ich muss meinem Sohn mal zeige, der flippt aus. So. Oh, wir können keine Energiekarte raten, denn wir haben eine V-Star-Karte, passend zu dem Glurak. Also. V-Star. Dann haben wir ein Venufliebes, eine Rettungsbox, ein Stollrak, Smogon, Molunk, Felilu, Mabula, ein Algit. Yes! Die nächste Gala-Gallery-Karte. Lunastein. Kreiszug. Lege eine Karte aus deiner Hand auf deinen Ablagestapel. Wenn du das machst, ziehe 3 Karten. Und Mondchinese 30 plus. Diese Attacke fügt für jede an dieses Pokémon angelegte, Achtung, jetzt nicht Unlicht, wie ich es vorhin falscherweise gesagt habe, sondern Psycho-Energie 30 Schadenspunkte mehr zu. War doch Psycho, oder? Ich meine, es war Psycho. Ach, korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege, aber ich meine, es wäre Psycho jetzt gewesen dann, genau. Ja, geil, also 5. Hit und ja, leider kein doppelter Hit, aber ich bin ja schon zufrieden, das heißt, alles, was in den 3 Booster noch kommt, ist jetzt Bonus. Das sage ich und jetzt kommen 3-mal keine Hits wetten. Nein, da kommen jetzt noch Hits. Kommt jetzt noch irgendeine, keine Ahnung, eine goldene am besten. Uah, das wäre ja geil. So, und jetzt nehmen wir Wasser. Yes, sehr gut. Rettungsbox. Ein Stollrak. Freunde aus Sinnoh, ein Iguana, ein Volley, Scheinux, Pampam, Schnäppke, ein Entei V aus der Galar Gallery, mega geil, also der 6. Hit, richtig cool, Fähigkeit leichtfüßig, einmal während deines Zuges, wenn dieses Pokémon in der aktiven Position ist, kannst du eine Karte ziehen und Feuerrondo. Eine Feuerenergie und eine beliebige Energie, 20 plus Schaden. Diese Attacke führt für jedes Pokémon auf der Bank deiner und deines Gegners 20 Schadenspunkte mehr zu. Das ist auch gut. Sehr, sehr cool. Galar Gallery Entei V. Und haben wir einen Doppelhit? Ja, wir haben ein Grill Cheetah V außerdem noch. Geile Sache. 7 Hits. Ja, das ist doch cool.
7 Hits, da bin ich echt mehr als zufrieden. Und wir haben noch 2 Booster. Es könnten noch mehr als 7 Hits werden. Sehr geil. Also ein dritte Dollar Gallery würde ich auch noch nehmen. So ist es nicht. Also. Aber ich will nicht unverschämt sein. Oder? Will ich? Doch. Feuer. Ah, knapp daneben. Buddelbrüder. Georuk. Pokémon-Fänger. Sichlor. Riolu. Mangunior. Kikubi. Staralili. Ein Britzigel. Ganz normal eine Uncommon Reverse. Und ein Komandutan. Schade. Ein normales Pack. Ja. Jetzt Last Pack Magic. Mal gucken, was haben wir jetzt drin? Jetzt vielleicht eine Goldkarte oder sowas? Irgendwas ganz Seltenes, ganz Besonderes mit dem letzten Pack? Oder ist das letzte Pack nur ein schnödes, das uns nichts gönnt? Wir hoffen natürlich, dass dem nicht der Fall ist. Und ich sage Pflanze. Ach, jetzt kommt Unlicht. Superball. Sonnfell. Trekkingschuhe. Trank. Stolunior. Krebskor. Energiesuche. Sichlor. Yes! Zwar keine Gold, aber immerhin eine Galar-Gallery-Karte. Ein Bidizar. Gelassene Miene. Solange sich dieses Pokémon auf deiner Bank befindet, verhindere allen Schaden, der diesem Pokémon durch Attacken, deine und die deines Gegners zugefügt wird. Ah, und Hyperzahn. 2 beliebige Energien müssen angelegt sein. 30 Schadenspunkte. Wirf eine Münze. Bei Zahl hat diese Attacke keine Auswirkungen. Ui. Und haben wir im Last Pack noch einen Doppelhit oder bleibt es bei der Galar Gallery? Und schade, es bleibt bei der Galar Gallery Karte. Aber es müssen dann 8 Hits gewesen sein, wenn ich mich nicht verzählt habe. Gucken nochmal hier. Eine Galar Gallery Karte. Dann 2 das Grill Cheetah V. 3 das Entei V. 4 das Lunastein. 5 das Glurak V-Star. 6 das strahlende Glurak. 7 das Regigigas V und 8 das Sonnfell aus der Galar Gallery. 8 Hits. Bei den Glurak sind natürlich der absolute Wahnsinn, finde ich. Und ich finde, ja, 8 Hits ist okay. Nachdem es etwas schleppend anfing, ging es dann doch gut weiter. Und mit 8 Hits bin ich eigentlich sehr zufrieden, auch wenn jetzt so nicht so das Besondere dabei war, dass irgendwie eine Goldkarte oder sowas da, dann dabei war. Das war ein bisschen schade, aber ansonsten doch, finde ich gut, bin ich sehr zufrieden mit. Jetzt seid ihr dran, schreibt mir doch mal in die Kommentare. Habt ihr euch auch eine Zenit der Könige Top Trainer Box gegönnt? Habt ihr eine bekommen, wenn ihr das Glück hattet? Oder musstet ihr einen zu horrenden Preisen irgendwo bei Drittanbietern holen oder sowas? Was hattet ihr in eurer Zenit der Könige Box drin? Habt ihr euch auch, hat es bei euch auch so viele Hits gegeben oder vergleichsweise viele, vielleicht noch mehr als ich? Vielleicht sind es ja vergleichsweise sogar wenig Hits dann im Vergleich dazu. Hattet ihr vielleicht auch eine Goldkarte drin oder so irgendwas, was war euer bester Hit, sag ich mal, in eurer Top-Trainer-Box und auch sonst, was ihr generell so von City der Könige haltet, aber auch was euch sonst so zum Pokémon-Sammelkartenspiel einfällt. Zu Pokémon allgemein, zu Videospielen und Kartenspielen oder Brettspielen allgemein. Alles das, was euch da durch den Kopf geht, haut es in die Kommentare und lasst uns da mal ein bisschen drüber quatschen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Denkt dann auch daran, die kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr immer Bescheid bekommt, wenn ein neues Video online geht. Dann sage ich danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao.